Moin Leute! Und willkommen zum zweiten Teambuilding der IPL. Spieltag 2 gegen Kösti, genau. ja, wie immer, nachdem wir Spieltag 1 leider, Achtung Spoiler, verloren haben. Okay, leider, wenn ich schon das Wort leider sage, dann ist kein großer Spoiler mehr. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sich jeder 6 Tage später das angeguckt hat. Lul. Bin ich natürlich hyped, Spieltag 2 jetzt zu gewinnen. Unser Matchup ist ganz in Ordnung. Es gibt diesmal keinen Mon, wo ich sage, okay, wir haben da 0 Switch-Ins rein. Und das ist ganz gut. Nicht so wie mit Knackrack beim ersten Spieltag. Aber ja, ich meine alles in allem. Es geht besser, das Matchup. Wir haben jetzt keinen überwältigenden Vorteil, aber es ist, finde ich, besser als beim ersten Spieltag. Es gibt auch hier Mons, die gegen uns gar nichts machen können. Es gibt auch hier Mons, die sehr gut gegen uns sind an sich. Deswegen, ja, es ist alles in allem ausgeglichen, aber ich finde trotzdem, dass wir ein besseres Matchup haben als an Spieltag 2. Ich würde sagen, keiner ist wirklich im Favor. Keiner, beide haben Mons, die gefährlich werden auf beiden Seiten. Und ja, deswegen schauen wir mal rein, was der gute Kösti für ein Team zusammengedraftet hat. Sein Teamname Marvelous Milotix, ohne Milotic. Danke an Tim an der Stelle, Lul. Er hat im S-Tier Kapuriki und Kyurem. Da kann man schon sagen, Kapuriki mit dem Elektrofeld, ja, ist ein schneller und mächtiger Electro-Type, also Electric-Type, der wirklich böllern kann mit Donner-Döner-Blitzen und so weiter. Allerdings muss ich sagen, dass ich Kapuriki gegen unser Team wirklich nicht so wirklich sehe. I don't know, wir haben keine einzige Elektro-Schwäche im ganzen Kader, erstens das und zweitens Fee-mäßig. Ja, wir haben Galagladi, Zoroark und Uhafnir mit Feenschwächen. Wovon man sagen muss, dass sowieso keines von diesen Mons kommt in Kapuriki rein. So. Galagladi ist ein möglicher Scarfer, genauso wie Zoroark. Uhafnir, wenn man edgy ist, auch. Und wir haben eigentlich, um die Steps zu resisten, einen perfekten Switch mit Amoongus. So. Und dazu noch, falls er physisch spielen sollte, ebenfalls natürlich Amoongus und Akani auch noch. Andererseits ist natürlich gegen Fee auch noch Durengard mega nice und gegen die Electric-Attacken haben wir zur Not auch noch Branawatz. Also ja, wir haben durchaus Switch-Ins in Kapuriki. Ich sehe Kapuriki nicht als die größte Bedrohung. Andererseits Kyurem. Kyurem ist immer eine Bedrohung. Irgendwie, ich habe immer noch kein, bisher ist immer noch nicht zusammenbekommen, ein Team irgendwie zu draften, dass man quasi gegen Kyurem eine Switch-In hat. Den hatte ich, glaube ich, nur einmal in der UDT Season 4. Also letzte UDT Season mit Chanera. Wobei da auch ein Focus Blast Specs hätte da auch gut geböllert. Also die Suche nach dem perfekten Kyurem Switching geht weiter. Bin gespannt, ob ich ihn jemals finden werde. Maybe habe ich ihn jetzt auch gefunden. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es kommt darauf an, ob er Focus Blast riskieren will oder nicht. Ansonsten gibt es natürlich auch die Flash Cannon. Also Durengard ist kein Switch-In. Der resistet zwar beide Steps, aber das Ding kann Spukball, Erdkräfte und was weiß ich noch, also alles. Zapdos ist kein Switch-In wegen Eis. Akani ist kein Switch-In wegen Erdkräfte. Amoongus sowieso nicht wegen Eis. Branawatz auch nicht wegen Gefriertrockner. Am Uhafnir müssen wir nicht reden. Dann Zoroark ist nicht bulky. Das wird auch neutral weggebumst. Wolverock? Nein. Ist auch nicht bulky. Dann Galagladi ist auf spezieller Seite ziemlich bulky, also relativ, ja, aber physischer Seite halt gar nicht. Deswegen ist das auch relativ schwierig, außerdem, wie gesagt, ist es kein Spukball. Und bei Knoteloff und Regia ist es das Problem Flash Cannon. Wir haben die Lichtkanone einfach auch auf der Seite von Kyurem, das Ding hat eine abnormale Coverage und wahrscheinlich ist es deshalb auch im S-Tier, was ich sehr gut finde, weil alles andere wäre lächerlich. Ich denke trotzdem, dass ich eine Switch-In gefunden habe. Er müsste Specs Focus Blast drücken, um ein Regieis zu two-shotten. Wenn er mir mehr als Hälfte Schaden macht, dann weiß ich wenigstens schon mal, dass es Specs ist. Und dann kann man adaptieren. Somit war Regieis leider meine einzige Wahl. Eine Specs Flash Cannon sollte uns nicht mal Half-Lifen, wenn ich mich nicht irre.
Gut, sein A-Tier, Gryphaldis und Amphira. Ziemlich gute Mons an sich. Mandy Buzz habe ich bisher ja einmal in irgendeiner Community-Liga gespielt oder so. Da hat es jetzt nicht unglaublich viel Work gemacht. Das war alles in allem ja nicht so geil. Ich glaube aber gegen uns kann es ganz gut sein, weil es quasi der einzige Durengard-Switch ist, den er hat. Abseits von maybe Bisofunk oder so, aber Nahkampf ist immer das Problem. Deswegen denke ich auch, dass Gryphaldis safe mitkommt, weil er immer Angst vor Durengard haben muss. Außerdem Volt ist Ding physisches Arcane ganz gut, es ist ein super Switch gegen Amoongus, es ist ein guter Switch gegen Galagladi und diverse andere Mons. Deswegen Gryphaldis hat natürlich viele Möglichkeiten, Defog, Roost, U-Turn, Foulplay, Knockoff, da gibt es wirklich viel. Und seine Fähigkeiten verhindern Sand und Eis und Hagelschaden oder Death Drops verhindert die andere, soweit ich weiß. Also ist ein nice Mon, kann man mitnehmen. Ist halt physisch definitiv, nicht speziell. Gut, dann haben wir Amphira. Amphira ist auch so ein bisschen, ja, ein zweischneidiges Schwert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das mitnimmt. Theoretisch können wir ja die Ding perfekt wallen, die Stabs mit Branavaz. Da bin ich mir nicht sicher, ob er sich da was anderes einfallen lassen will. Theoretisch wäre gegen Gift auch Amoongus und Durengard eine Möglichkeit, aber ja, bei Feuer ist halt blöd. Aber Wolverock ist tatsächlich gar nicht mal so ein schlechter Switch-In gegen Amphira, weil Wolverock halt durchaus auch beide Stabs resistet, ne? So ein Rock-Type. Das sieht Amphira jetzt nicht so gerne und vor allem auch nicht gerne in Ground-Type, da sagt es auch gleich Tschüss. Ist auf jeden Fall eins seiner schnelleren Mons, ist glaube ich sein zweitschnellstes Mon. Okay, drittschnellstes, wenn man es so nimmt. Ja, sein drittschnellstes Mon. Man soll so ein bisschen die Lücke schließen. Da im über 100er Bereich. Und ja, am 4er bin ich mir unsicher, ob das mitkommt oder nicht. Da bin ich mir wirklich unsicher. Wir haben dann als nächstes Sumpex. Bei Sumpex bin ich mir auch relativ sicher, dass das mitkommen wird, weil das quasi auch das Mon ist wahrscheinlich, wo ich die wenigsten, mit Kyurem die wenigsten Switch-Ins habe. Klar, man hat mit Amoongus den Grass-Type, der quasi Wasser und Boden resistet, aber durch den Poison-Type kein Boden-Resist mehr und der mögliche Ice-Punch ist halt auch immer eine Möglichkeit, so gesehen. Nichtsdestotrotz sollte Amoongus kein schlechter Switch-In sein, wenn es defensiv ausgelegt ist. Wenn es natürlich offensives Sumpex ist, dann wird es spannend. Aber man muss dazu sagen, dass wir einen Vorteil haben, denn unser Waterground-Type kann eine Pflanzenattacke. Und seiner nicht. Das ist natürlich auch immer spannend. Ich habe keine Ahnung warum, aber ihr seht es dann nachher noch, wenn ich das Team vorstelle. Sumpex bin ich mir relativ sicher, dass es mitkommt. Einfach nur schon, um mein Zapdos zu wallen, einfach nur um Arcani zu wallen und solche Geschichten. Gut, wir gehen weiter im B-Tier. Da haben wir als nächstes Wishu. Ah, Wishu wollte ich haben, genau. Der hat mir das weggesniped. Ja, Wishu war tatsächlich auch noch so eine kleine Problematik, einfach wegen der Feuer-Coverage, die es mit dem Feuerfeger hat, mit dem Blaze-Kick. Ansonsten, wenn er den nicht dabei hat, ist Amoongus immer unser Switch-In. Alles easy, wirklich gar kein Problem. Wenn er den dabei hat, dann muss ich danach adaptieren. Das werden wir aber sehen, vielleicht kann ja Arcani mit Bedroher was machen. Sollte nicht allzu schlecht worken. Es hat halt die Steinkante und da muss man aufpassen. Darf man nie unterschätzen. Wishu macht gut Damage und ist auch ein nice Mon mit Belebekraft und sowas. Also, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das sehe ich auch, dass es mitkommt. Also muss ich sagen, ich sehe, dass es mitkommt. Celebi haben wir als nächstes. Celebi ist halt so ein Allrounder, überall 100er Base Stats. Ist bei unserem Team jetzt, ja, I don't know, es ist halt gut gegen Amoongus, aber es frisst auch von Amoongus so. Ist halt so eine, wie soll man sagen, so ein zweischneidiges Schwert, ob das gut ist oder nicht. Es ist halt theoretisch ganz nice gegen Branavaz, aber ich kann halt trotzdem die Eisattacke oder den Knockoff haben. Und ansonsten ist das Ding eigentlich gegen uns eh nicht so gut. Also Celebi sehe ich jetzt eher weniger gegen uns als andere Mons, muss ich sagen. Bin nur gerade am überlegen, was ich denke, was er denn noch mitnimmt. Was habe ich? Ich habe mir nämlich was aufgeschrieben, was er mitnehmen könnte. Ich suche das dann das mal raus, während ich weiter laber. Aber Celebi ist natürlich, kann auch nervig werden, auch mit so Genesung und so Scheiße. Das weiß man nie.
Aber wir hoffen mal, dass das zu Hause ist, dann hätte ich weniger Probleme. Das wäre natürlich durchaus nice. Gut. Nächstes Mon. Duo Class. Ist spannend. Vielleicht sieht das gegen uns. Quasi die Vorentwicklung von unserem Aggie-Slash. Das Ding ist auf physischer Seite erstens sehr, sehr stark, also sehr offensiv, aber auch defensiv sehr krass. Auf spezieller Seite tankt es halt nichts und es ist scheiße langsam. Und ist halt ein potenzieller Evolit-Nutzer, ne? Also darf man nie unterschätzen den Bulk, den es dann trotzdem auch auf spezieller Seite mitbringt. Auf physischer wirst du das kaum killen können, da muss ein Knockoff her, wenn du das auf physischer Seite killen willst. Auf spezieller ist es gut möglich, was das anbelangt. Das ist gar kein Problem. Ja, an sich, es macht quasi das gleiche wie Durengard, nur halt auf physischer Seite only. Und kann sich nicht shielden, also Protect halt, aber nicht King Shield. Und kann nicht so hart abfucken wie Durengard, aber es könnte spannend werden. Vielleicht zieht er das gegen uns, ich würde es sehr interessant finden. Da das Ding aber only physisch gespielt werden kann, ist er theoretisch Among Us physisch defensiv und guter Switchen. Genauso wie Akani mit Bedroher. Natürlich auch. Und ansonsten eigentlich, nee, ansonsten, ja, Rana war es höchstens gegen so eine Stahlattacke. Ansonsten will das aber auch nicht so wirklich gern reinkommen. Außer man spielt Brana was speziell, dann ist geil. Weil wenn man Brana was speziell spielt, dann muss er raus. So, dann ist blöd. Vor allem, wenn er vor den Knockoff kann. Aber Duokless, ja, ich weiß nicht. Ich würde es irgendwie cool finden, wenn das mitnimmt. Einfach nur, damit ich das mal in Action sehe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und würde eher zu Nein tendieren. Weil unsere spezielle Offensive ist halt zu brachial, als dass Duokless viel machen kann. Wir haben halt potenziell Durengard, Zapdos, Akani. Foulplay will das Ding von Among Us auch nicht fressen. Uhafle mit Flammenwurf. Branavaz speziell gespielt. Zoroark speziell. Und dann halt natürlich Wolverock und Gardevoir, die können nichts machen. Knuddeluff auch nicht. Und Regi Eis kann auch keine Feuerattacke. Kann aber theoretisch den Donnerblitz und der ist auf spezieller Seite halt auch schmerzhaft. Ja. Aerodactyl ist auch spannend. Wir haben jetzt nicht so wirklich viele Switch-ins in Rock und Boden, muss man sagen, weil das Ding kann ja auch Erdbeben. Da haben wir eigentlich nichts, was so wirklich gern reinkommt. Gegen Rock und Flug wäre theoretisch eigentlich Durengard nice, aber Erdbeben, nein. Ansonsten gegen Boden wäre dann halt wieder Zapdos nice, aber gegen Rock, nein. Das ist halt so die Geschichte. Und ansonsten bleibt eh nicht so viel übrig. Also Branavaz ist hier eigentlich auch wieder unser bester Switchin, was das anbelangt. Und ja, Aerodactyl, sein zweites 130er Speedmon. Weiß nicht, warum er 2 gepickt hat, er brauchte wahrscheinlich einen Rock-Type und in C gab es nichts Besseres mehr. Deswegen ist es okay. Gut, gehen wir noch schnell durchs D-Tier, wo ich eh nicht glaube, dass das mitkommt. Bisofunk höchstens als Counter für Durengard, wenn ich Spukball drücke. Oder mit Vegetarier für Among Us oder so. Wäre sogar eine Möglichkeit. Also wenn es dabei hat, darf ich nie safe auf die Pflanzenattacke gehen. Quasi, damit kann er dann Spore abfangen. Das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit. Ja, das stimmt natürlich, aber sonst sehe ich Bisofunk eher weniger, es ist auch relativ lahm und macht jetzt nicht so viel gegen unser Team, denke ich mal. Habe mich jetzt nicht so sehr mit ihm befasst, mit dem Bisofunk, weil es halt, ja, halt einfach nicht so wirklich, ich sehe es einfach nicht so ganz. Galaflunschig sehe ich ebenfalls nicht so ganz, also er hat relativ, das Krasse ist halt, dass seine ganzen Steel-Types, eine Bodenschwäche haben, was natürlich schon ziemlich ätzend ist für ihn. Generell ist er gegen die Combo Wasser-Boden jetzt nicht so gut aufgestellt, wenn man mal schaut. Vor allem, da man im Wasser-Boden mal eine Pflanzenattacke kann, lol. Und potenziell Eis- und Gesteinsattacken, also das darf man nie vergessen. Und Unlicht, also was das anbelangt, immer eine Möglichkeit. Gut, was denke ich denn, was mitkommt? Wir haben jetzt mal durchgeguckt. Galaflunschig, ich weiß eh nicht, was das wirklich so machen soll. Er hatte ja schon Steel und Ground, als ob er da nichts Besseres gefunden hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher über den Pick, aber mei. Kann man machen, vielleicht sieht er es ja gegen irgendeinen Mon von uns, dass man das gut reinschicken kann gegen was eigentlich? Gegen Wolverock, wenn ich Nahkampf drücke. Beste. Gut, was denke ich denn, was mitkommt? Ich habe mir aufgeschrieben, Kyurem kommt safe mit, Zumpex auch safe,
Dann Griffeldes kommt safe mit. Vishu kommt safe mit, sage ich. Ich habe mir sogar Celebi aufgeschrieben, weil ich sonst halt einfach nicht so viel sehe. Aber jetzt, wo ich nochmal so drüber nachdenke, könnte es sein, dass ich da zwischen Celebi und Duokless hin und her schwanke. Und dann schwanke ich noch zwischen Amphira und Aerodactyl herum. Also, ich sag, safe sind vier Mons, nämlich Kyurem, Griffeldes, Mienschau und Sumpex. Und unsicher sind dann halt die letzten zwei, und das sind wahrscheinlich zwei aus vier, nämlich zwei aus Amphira, Celebi, Duokless und Aerodactyl. Sage ich das mitkommen. Dementsprechend habe ich mein Team drauf gepreppt. Die Defensive war diesmal relativ einfach zum Aufstellen, aber bei der Offensive habe ich extrem gestruggelt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, schauen wir uns das erste Mon mal an. Ich habe jetzt nochmal ganz kurz nachgeguckt. Amphira kann auch wirklich keine Pflanzenattacke, also das muss ich jetzt nochmal nachschauen, weil ich mir da nicht sicher war. Das heißt, Branavaz ist da wirklich ein super Switch-In. So, als erstes haben wir Amoongus, beziehungsweise den Imposter. Amoongus ist immer nice. Mit dem Beulenhelm, das ist mega nice gegen, natürlich gegen Mian Shao. Genau, danke. Das wollte ich wissen. Gegen Mian Shao ist das mega nice, gegen Zumpex ist das mega nice. Und ja, das sind eigentlich eh so das, wo das reingehört, aber sonst hätten wir theoretisch auch noch einen nice Switch in den Duo-Class. Wir spielen eher physisch-defensiv auf der Seite, natürlich Full KP. 180 in der Defensive mit Bolt-Wesen. Und 76, also den Rest in der Spätstef. Das Investment dürfte, soweit ich weiß, noch. Das Problem ist, ich musste währenddessen noch ein anderes Team bilden, also bin ich mir jetzt nicht mehr allzu sicher, was hier der Plan war. Aber soweit ich weiß, ist das ein Investment, womit mich Mian Shao nicht two-hitten kann. Ich glaube, sofern er kein Life-Up hat. Und ich glaube, Zumpex auch nicht. Auch mit halt Ice Punch nicht. Und wir können uns halt mit Giga Drain immer nice recovern oder spawnen. Das ist immer eine Möglichkeit. So, das darf man nicht unterschätzen. Spore haben wir nämlich dabei. Und dazu haben wir noch Toxic, Giga Drain und Sludge Bomb. Das reicht auch aus. So, was anderes brauchen wir nicht wirklich. Wir können immer for free toxen, außer gegen Duokless, Galar, Lunchtig und Amphira, die niemals alle dabei sind. Höchstens sind zwei davon dabei. Aber die fressen dann halt eine Spore, wenn ich es richtig predikte. Das hat so die Sache. Natürlich können wir mit dem Investment nichts gegen Amphira machen. Aber wir können, wenn wir es predikten, spawnen und haben free switching quasi. Außer er doubled mit irgendwas raus. I don't know, kann ja sein. Aber das wäre zumindest mal so der Plan. Amoongus soll tanken. Das war das erste Mon für die Defensive, wo mir direkt klar war, dass das mitkommt. Ah ja, mit diesem Investment können wir auch Kaporiki super standhalten, also egal was das ist. Falls er es doch mitnimmt. Ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus, aber falls doch. Gut, das wäre mal Amoongus, das erste Mon. Jetzt haben wir Regieis tatsächlich, also wir sind heute sehr flexibel. Wir haben neue Mons dabei, ist nice. Nämlich den Iceberg. Der riesenfette Iceberg. Wir spielen diesmal hier das Chester Resto Set drauf. Wir spielen Full KP, wir spielen 164 in der Spätstef, damit uns Kyurem nur mit Focus Blast hitten kann, mit Specs. Sonst nichts. Das wäre wichtig. Den Rest habe ich in Spätz-Attack gepumpt, weil das Ding soll nur auf spezieller Seite tanken in diesem Fight. Sonst eigentlich gar nichts. Wir haben den Rest, also die 92, reingepumpt. Und da wir kein Wesen brauchten auf der Spätz-Def, habe ich Modest gespielt. Oder spiele ich Modest. Ist ganz nice. Gönnt uns nochmal ein paar extra Points im Spätz-Attack. Wir haben zwar nur Ice Beam als Angriffsmove dabei, aber schaut euch mal sein Team an. Und sagt mir dann, dass Ice Beam nicht richtig geil ist eigentlich. Was kommt da rein? Ja, höchstens Zelazel und Duokless. Aber was hat eine scheiß Spätz-Def? Duokless. Ist Zelazel mega bulky? Nein. Das heißt, beide fressen eigentlich nicht gern Chip-Damage, weil auch beide keine Healing-Möglichkeit haben. Ich weiß nicht, ob Celebi Wish kann. Falls nicht, hat er auch keinen Wish-Passer, soweit ich weiß. Also muss man da immer aufpassen. Also er muss da immer aufpassen. Er kann nicht for free irgendwas in Regieis reinschicken, sondern muss schon was, ja, Gescheites reinschicken. Und sonst, falls, ja okay, gegen Duokless und Amphira haben wir leider wirklich keinen Move, aber das ist nicht allzu schlimm. Gegen Duokless will ich sowieso nicht drin bleiben und gegen Amphira auch nicht mit dem Mon. Und wenn er nur noch spezielle Attack hat und wir alle physischen ausgemerzt haben, dann können wir im Nisha spammen und das Game eigentlich quasi gewinnen. Und ihn ausstollen. Ist mega assi, aber es funktioniert wahrscheinlich. Wenn
natürlich nur noch physische Attacker drin sind, sonst funktioniert das natürlich nicht. Aber ja, das wäre mal Regieis, ist der Check gegen Kyurem hauptsächlich. Und gegen wahrscheinlich alle speziellen Attacker, auch gegen Celebi ist das mega nice. Ja, gegen Celebi ist das auch mega nice. Gut, dann der nächste defensive Boy, das ist wieder der Warzenbra. Ich hoffe, diesmal kann er mehr machen als das letzte Mal und wird nicht weggekrittet. Das wäre schade. Wirklich sehr, sehr schade. Wir spielen ihn diesmal mit Lefties und natürlich den H2O-Absorber, damit wir einen guten Switchen gegen Kyurem haben. Gegen Sumpex, nicht gegen Kyurem. Spielen Full KP, 212 in der Defensive. Das reicht, um gegen Aerodactyl Band genug zu tanken. Genau, weil der bleibt dann nicht gern drin. Der bleibt da wirklich nicht gerne drin. Das ist so die Sache. Was spielen wir noch? 20 im Speed, damit er uns mit... Was kann er nochmal Speed creepen? Muss ich kurz gucken. Es kann sein, dass er vielleicht... Ja, Sumpex Speed creept oder so auf uns. Ist möglich, wer weiß. Falls ja, dann ist es so. Also ich wollte ihn auf jeden Fall outspeeden. Und habe deshalb 20 da reingepackt. 4 in die Spätzle noch und 20 in Tech. Das ist mir zu übrig geblieben. Und wir sind eh sehr physisch orientiert. Haben Rocks dabei natürlich. Rocks sind gegen sein Team eigentlich ganz nice, ja. Ja doch, gegen ganz, wirklich ganz nice. Wenn Duokles und Galar Flunschlick nicht dabei sind, dann sind Rocks ultra nice. Also wirklich nice. Dann haben wir Power Whip. Das ist gegen Sumpex, also halt die Blattgeißel. Warum auch immer das Ding Blattgeißel kann, ich habe keine Ahnung warum. Wirklich nicht. Also macht für mich gar keinen Sinn, aber soll mir recht sein. Warum nicht? Knockoff. Einfach um alles zu knocken, was so reinkommt. Keine Ahnung, maybe Duokles oder Amphira oder Celebi. Celebi frisst auch nicht gerne Knock, was das anbelangt. Oder auch Kyurem frisst nicht gerne Knock. Ohne Item ist Kyurem, ja, schon schwächer. Und Erdbeben, weil die Mons, die Erdbeben immunisieren oder resisten, da wollen wir entweder eh nicht drin bleiben, wie zum Beispiel Mandibuzz. Ich habe keinen Bock, einen Toxic zu fressen. Da gehe ich lieber in was anderes rein. Und ansonsten, ja, passt es eh. Ich habe überlegt, eine Wasserattacke zu spielen, aber Erdbeben ist halt insgesamt einfach besser. So gegen Amphira, gegen Aerodactyl, da wäre sogar die Wasserattacke besser, Lul. Gegen Duokles ist das besser. Da können wir zuerst Knockoffen unter Umständen. Gegen Kaporiki ist das besser. Gegen Kyurem ist das besser. Nur gegen Mandibuzz fehlt uns halt alles, aber... Wir können das Knockoffen, ihm irgendwas wegklatschen und dann haben wir schon mal Spaß, was das anbelangt. Und holen dann halt was anderes rein. Zum Beispiel könnten wir dann den Good Boy reinholen, den ich heute wieder dabei habe. Diesmal nicht defensiv, sondern actually offensiv gespielt. Gespeedcreeped ist er auf Sumpex, weil ich nicht davon ausgehe, dass er Mandibuzz, also gefällt das jetzt komplett Speed Invested spielt. Also wirklich nicht. Ich glaube, er müsste es sogar Jolly spielen oder so, damit er mich outspeedet. Also nee, das glaube ich jetzt eher weniger. Da fehlt ihm sehr viel Bulk da. Das nehme ich. Full Attack, damit wir böllern. 76 im Spätz Attack. Also wir spielen es ein bisschen mixed, weil ihr seht schon, das Set ist Solar Beam Power Herb. Also Solarstrahl Energiekraut. Ist gegen Sumpex. Kommt Sumpex rein und hat. Ja, muss nur ein bisschen Ding gefressen am Chip. Frisst einen Flareblitz unter Umständen und dann ist es mit Solarbeam vorbei. Also, außer der spielt halt... Ah ja, wenn er sogar Full Spätzle spielt. Ja genau, dann ist es mit Solarbeam vorbei. Solarbeam, nicht Solarbeam. Lol. Aber ja, das geht voll klar. Und ich bin gespannt, ob das aufgehen wird oder nicht. Ob er das kommen sieht. Ich hoffe nicht. Weil dann hätten wir das Ding raus. Und schon mal einen riesigen Threat weniger. Dann können wir Free Elektro-Attacken spammen. LOL. Ja, Zapdos ist nicht dabei. Kann ich schon sagen. Gut, das ist Akani. Sonst haben wir noch Morning Sun drauf. Das ist natürlich immer geil. Extreme Speed und Flare Blitz. Mit Flare Blitz hitten wir alles gut. Und was wir nicht mit Flare... wir hitten alles gut. Das, was Feuer resistet, ist Sumpex. Das killen wir mit Solar Beam. Und Aerodactyl, ja komm, das ist so unbulky. Da ist auch ein Flare Blitz geil. Also wirklich, da ist auch eine nicht sehr effektive Attacke, die macht gut Damage, so ist nicht.
Das wäre auf jeden Fall das Arcani-Set. Ich hoffe, das geht auf. Das letzte Arcani-Set ging ja irgendwie nicht so auf. Wir haben wieder Wolverok dabei. Als fünftes Mon. Diesmal böllern wir komplett durch. Also wir spielen diesmal Band Wolverok. Sind gespeedcreept auf Vishu. Genau. Können es auch killen mit dem Playruff. Wir haben dabei die Stone Edge, den Turbofelsen natürlich, weil sobald alles angechippt ist, können wir theoretisch da durchgehen mit einem Band. Den Knuddler gegen sowas wie halt ja, Vishu. Und das war's. Ja, unter Umständen Griffeldes, aber das schickt er nicht rein. Aber Vishu wäre so sein bester Switch-In gegen Stone Edge, falls natürlich Sumpex weg ist. Dann haben wir noch den Drill Run, also den Schlagbohrer gegen, ja, unter Umständen Kapuriki, sehr gern gegen Amphierer, aber halt vor allem gegen seine Steel-Types, die halt Rock-Resisten, sowas wie Duokles und Galar Flunschlick. Klar muss er Angst haben. Ich habe überlegt, ob ich Nahkampf spiele oder nicht, aber Schlagbohrer ist besser gegen Duokles, obviously, sonst hätten wir nichts, um das zu touchen, und dann nehme ich den Schlagbohrer sehr gern mit. Bin gespannt, ob das böllert, ich hoffe, weil Band ist nice. Kommt aber wahrscheinlich erst viel später zum Einsatz im Fight, wenn mal die Sachen angechippt sind. Ich hoffe, ich bin nicht allzu sehr dazu gezwungen, das irgendwie reinzuschicken oder zu sacken oder sonst was, hätte ich überhaupt keinen Bock. Weil das soll aufräumen. Gut, jetzt habe ich noch das letzte Mon für heute, nämlich Neuvern, beziehungsweise Uhafti. Wir spielen das ein bisschen bulkiger, aber auch mit Spätz-Attack-Investment, also wir spielen es Full Speed, 236 im Speed, um am Vierer zu outspeeden, genau, am Vierer wollen wir damit outspeeden. Und ich glaube, dass ich am Vierer damit outspeede, wenn er Modest ist. Also wenn er Speedwesen spielt, dann outspeede ich ihn nicht, dann müsste ich selber Speedwesen spielen, das wollte ich aber nicht. Es war mir zu blöd. Das Nice ist, dadurch, dass halt Kapuriki sehr wahrscheinlich nicht mitkommt, hat er keine Immunität gegen Drache. Deswegen ist der Draco schon mal sick. Wir brauchten den Defog unbedingt, weil sonst Arcani und Regieis richtig keinen Bock haben. Und das Problem ist, er hat gute Rocker. Er hat halt theoretisch Sumpex als Rocker. Er hat sogar Celebi, kann Rocks legen, soweit ich weiß. Natürlich auch Galar Flunschlick und Aerodactyl. Er hat viel zu viele Rocker, als dass ich da keinen Defog mitnehmen kann. Ja, und das braucht's einfach so, das braucht's. Gab keine andere Möglichkeit. Roost natürlich, um uns zu heilen, und dann noch die U-Turn für ein bisschen Momentum, weil wir sonst eh nichts hatten. Weil wenn dieses Stahlviecher halt reinkommen, dann gehe ich halt mit U-Turn raus, so. Wo ist das Problem? Ich weiß, Flammenwurf wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich sehe beide Stahlviecher halt nicht so krass gegen mich, deswegen bin ich halt für U-Turn gegangen, um Momentum reinzuholen, falls er halt rauswechselt. Wird halt so unser Pivot. Okay. Gut. Das war's eigentlich eh. Ja, wir spielen auch ein bisschen die Boots, wenn wir die folgen wollen mit dem Safe. Ja, das war's eigentlich eh schon mit dem Teambuilding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist, glaube ich, kürzer das letzte Mal, oder? Ne, ist nicht. Es wird niemals kürzere Teambuildings geben. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil ich bin, wie gesagt, noch am Team bauen für den anderen Fight, weil ich nächste Woche im Urlaub bin. Beziehungsweise in der Woche, in der ihr das seht, bin ich im Urlaub gewesen. Und muss deshalb 2 Fights jetzt diese Woche machen. Und ja, hoffe mal, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal, oder wir hören uns das nächste Mal wieder in dem Fall. Und das wird morgen sein. Keine Ahnung, wann der Fight kommt, muss ich erst nachschauen. Einfach dann, wenn das Teambuilding online gekommen ist. Oder ihr schaut im Spielplan nach. Das geht natürlich auch. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und bis dann.